Ja, hallo ihr Lieben. Ich bin gerade nach wie vor in meiner Saisonpause. Jetzt sind schon fast 3 Wochen um. Ich war nur einmal laufen in der Zeit, 5 Kilometer. Ansonsten versuche ich das mittelmäßig aktiv zu gestalten. Eben war ich im Fitnessstudio ein bisschen zappeln. Jetzt mache ich gleich noch ein bisschen Kraftausdauertraining, eine halbe Stunde. Und bereite mich schon ein bisschen mental auf das kommende Jahr vor. Silvester geht es los mit dem Silvesterlauf. Und dann ab dem 1.1. habe ich einen sehr, sehr straffen Trainingsplan mir erarbeitet. Denn ich habe das große Ziel vor Augen, den Zugspitz Ultra Trail im Juni. Da freue ich mich so drauf. Am 18. Februar laufe ich die Brocken Challenge als Vorbereitungslauf. Die ersten 6 Wochen im Januar werde ich nutzen, um mich da wirklich darauf vorzubereiten. So ihr Lieben, da das Kraftausdauertraining nicht unbedingt eine meiner Stärken ist, beziehungsweise ich das in der Vergangenheit eher selten gemacht habe, das aber jetzt ein ganz wichtiger Inhalt meines Trainingsplans sein soll, weil wie gesagt, wichtig ist mehr verletzungsfrei durchzukommen, Rücken stärken, Rumpfmuskulatur stärken und natürlich auch die anderen Muskelpartien stärken, die durchs Laufen nicht belastet werden oder nicht so stark belastet werden. Da ich aber komplett neu in diesem Bereich unterwegs bin, wie gesagt, habe ich das immer super vernachlässigt. Habe ich bei YouTube einfach mal geschaut, was es da so gibt. Habe ein paar Trainings gefunden, die ich mir auf eine Liste geschrieben habe, die ich dann sozusagen abwechselnd einsetzen werde. Jetzt heute probiere ich mal ein Training von Volleyball Kompass, ein YouTube-Kanal aus. Fand ich ganz gut. Das sind 20 Minuten Zirkeltraining, wo verschiedene Muskelgruppen trainiert werden. Ich habe das schon einmal gemacht. Für mich persönlich ist das sehr, sehr anstrengend und ja, das werde ich jetzt gleich mal machen. Ach so, ganz wichtig, alle Übungen dieses Zirkeltrainings finden ohne Geräte statt, mit dem eigenen Körpergewicht. Das heißt, man kann direkt loslegen, braucht nichts. Ich habe mir hier eine Matte hingelegt, geht jetzt gleich los und ja, ich bin gespannt, wie es läuft. So, ich habe es durchgezogen. 20 Übungen, 20 Minuten. Das jetzt einmal die Woche. Da freue ich mich richtig drauf. Boah, bin ich durch. Da sieht man mal, was alles nicht geht. Ja. Jetzt mache ich gleich noch ein Bauchmuskeltraining. Das dauert 8 Minuten. Da habe ich ebenfalls ein YouTube-Video rausgesucht. Dann bin ich für heute durch. Und dann werde ich hier mal ein bisschen Haushalt machen und meinen ersten Urlaubstag dann irgendwie genießen. So, was habe ich mir da auferlegt fürs nächste Jahr? Alter Verwalter! Wow. Heute auf dem Programm, ich habe eben Weihnachtsgeschenke eingepackt, das habe ich alles vom Tisch, war eben noch einkaufen, jetzt ist es 10 Uhr. Ich wollte heute einen 5-Kilometer-Lauf machen mit ganz lockerer Belastung, einen 5,30er Schnitt habe ich jetzt angepeilt. Und danach geht's ins Schwimmbad. Hier ist überhaupt nichts los. Ich muss gleich mal gucken, ob das auffahrt. Dann wollte ich eine Stunde schwimmen gehen. Ja, mal gucken, wie es ist. Ich ziehe mich jetzt erstmal um und guck vorne mal, ob das Schwimmbad geöffnet hat, ob mein Plan so steht. Und dann geht das los hier. Ich freue mich. Ja, super Sache. Hab's eben schon befürchtet, als ich das gesehen habe. Das Hallenbad hat aufgrund von Reparaturmaßnahmen bis zum 1.1. geschlossen. Und ja, jetzt wird schnell umdisponiert. Ich fahre jetzt nach Northeim, ungefähr 15 Minuten Fahrt. Dann werde ich da irgendwo laufen. Mal gucken, 5 Kilometer Strecke werde ich schon irgendwie finden. Und dann geht es in Northeim ins Schwimmbad, weil der Plan ist heute Stunde schwimmen. So, gesagt, getan. Ich bin nach Northeim gefahren. Ich stehe jetzt mit dem Auto schon am Schwimmbad. So 5 Kilometer, ganz gemütlich. Klingt komisch, aber nach
fast 3 Wochen Laufpause, hat man gar kein Gefühl mehr für die Geschwindigkeit. Bin ich gleich mit einer 5er Pace los. Habe jetzt reduziert auf 5,30. Was komplett neu ist, die Strecke hier. Die bin ich noch nie gelaufen. Immer auf der anderen Seite des Flusses. Puh. Mal gucken. Und ich muss sagen, ich habe ganz schön Muskelkater im Duppes von meinen Einheiten gestern. Ganz gut aufgegangen. Jetzt geht's ins Hallenbad. Eine Stunde schwimmen. Da freue ich mich schon drauf. Wer ewig nicht schwimmt, da nehme ich die Kamera aber nicht mit. Zumindest nicht mit ins Hallenbad rein. Meter habe ich gemacht. Vornehmlich im Brustschwimmstil. Ich habe mich mal ein bisschen am Kraulstil versucht, mehr oder weniger gut, würde ich sagen. Aber eigentlich bin ich ganz zufrieden damit. Ich habe 200 Meter fast im Kraulstil durchgezogen. Muss noch ein bisschen an der Ergonomie, an Luftholen arbeiten, glaube ich, damit das alles gut wird. Aber gar nicht so schlecht. Ich habe die 1000 Meter jetzt in 33 Minuten gemacht. Das ist eigentlich eine super Zeit dafür, dass ich echt lange schon nicht schwimmen war. Und damit bin ich super zufrieden. Ach so, kleiner Nachtrag. Eine Schwimmbrille brauche ich. Abzurunden. Ich war noch einige Male laufen, um wieder so ein bisschen reinzukommen, so ganz locker flockig. 25. Dezember bin ich 8 Kilometer gelaufen. Dann am 27. Dezember bin ich ebenfalls 8 Kilometer gelaufen. Und heute bin ich mit dem Silvesterlauf am Seeburger See insgesamt 10 Kilometer heute gelaufen und habe damit meine Saisonpause beendet. Jetzt geht's wieder los. Ab morgen greift mein neuer Trainingsplan. Ich nehme euch mit, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich versuche jede Woche ein Video hochzuladen und euch zu informieren, wie mein Training läuft. Ansonsten wünsche ich euch starkes Silvester. Wir haben jetzt gerade 18 Uhr, das heißt in 6 Stunden wird das nächste Jahr eröffnet, 2023. Ich wünsche euch allen das Beste, bleibt stabil, bleibt gesund und bleibt in Bewegung. Ich werde das auch tun und in Bewegung bleiben. Ich freue mich aufs nächste Jahr, auf die kommenden Herausforderungen und wir sehen uns, ihr Lieben. Macht's gut, ciao, ciao.